So, sehen wir uns den Counting Sort an. Ein Sortieralgorithmus, der gar nicht auf Vergleiche geht, wie die meisten anderen. So, also wer sich jetzt die Frage stellt, wie kann ich sortieren, ohne dass ich Werte vergleiche, unbedingt dranbleiben, der Counting Sort liefert die Antwort. Also wir brauchen vorher nicht sortiert, sonst wird es etwas langweilig. Gut. Hier ein Array, und was wir hier brauchen beim Counting Sort ist ein kleines Hilfsarray, wo die Anzahl der Elemente immer drinnen steht. Also darum heißt der Counting Sort, weil wir zählen. Und warum hat das genau 5 Elemente? Naja, wir haben oben einen Wert, einen Wertebereich von 1 bis 5, und das ist auch die Limitierung dieses Sortieralgorithmus, dass wenn der Wertebereich brutal groß ist und da viele Löcher drin sind, dass er dann einfach nicht mehr so effizient arbeiten kann. Es ist kein Problem, wenn negative Werte drin sind, es ist kein Problem, wenn irgendwelche Werte mehrfach vorkommen, alles okay, nur wenn der Wertebereich sehr, sehr groß ist, dann ist das vielleicht nicht der beste Sortieralgorithmus, aber egal. Wir haben hier auf jeden Fall einen Wertebereich von 1 bis 5, deswegen brauchen wir ein Hilfsarray mit 5 Elementen. Und der erste Schritt ist der C-Schritt. Das heißt, wir beginnen einfach beim ersten Element und zählen, wie häufig kommt das vor. Also, wir fangen vorne an, gehen das Array durch und sagen, okay, die 5 kommt entsprechend vor, also an der 5. Stelle wird der Wert im Array um 1 erhöht. Da der Index mit 0 beginnt, ist es an der Stelle 4, also am Index 4 ist die 5. Stelle, dort ist jetzt eine 1. Gut, nächstes Element ist die 3, an der 3. Stelle wird der Wert im Zählarray um 1 erhöht. Und so füllen wir dieses kleine Hilfsarray mit den entsprechenden Werten an, indem wir einfach immer an der entsprechenden Position den Wert um 1 erhöhen. Wenn jetzt irgendwelche Elemente vorhanden sind oder nicht vorhanden sind, sprich wenn Löcher da sind, dann entsteht natürlich, entstehen dort drinnen auch Nullen, das macht aber nichts. Das ist okay. Gut, also unser kleines Zählarray hat nun die Werte 1, 2, 2, 1, 1. Im nächsten Schritt summieren wir. Das heißt, wir bilden entsprechend Summen von 2 benachbarten Elementen. Also wir fangen vorne an und sagen, okay, 1 plus 2 ist 3, und statt der 2 speichern wir uns die Summe ab. Das heißt, wir ersetzen die 2 durch eine 3. Dann sehen wir uns den nächsten Nachbarn an, sagen 3 plus 2 ergibt 5 und ersetzen den entsprechenden Wert. Und so machen wir das für das gesamte Array bis zum Schluss. Die Werte sind hier logischerweise aufsteigend, auch wenn sie natürlich nichts mit den Werten im Original-Array zu tun haben. Ja, aber das brauchen wir, um jetzt zu sortieren. Denn der letzte Schritt im Algorithmus ist das entsprechende Sortieren, und dazu brauchen wir jetzt dieses gerade generierte Array. Wir fangen entweder von vorne oder von hinten an, es ist grundsätzlich egal, wobei, wenn wir von hinten anfangen, bleibt die relative Sortierreihenfolge erhalten. Das heißt, die 2, die als erstes kommt, bleibt auch wieder im sortierten Array als erstes. Wenn wir von vorne anfangen, würde sich die relative Sortierung umdrehen. Das ist dann spannend, wenn wir nicht nur einfache Zahlenwerte haben, sondern ganze Objekte mit Namen und Alter und so weiter und nach mehreren Eigenschaften sortieren wollen. Okay, wenn das zu hoch war, auch kein Problem. Wir fangen von hinten an und sagen, okay, hier steht eine 4, also sehen wir an die 4. Stelle in diesen Hilfsarray, sehen, dass dort die Anzahl 6 ist und gehen in das Ergebnisarray an die 6. Stelle und schreiben dort die 4 rein. Also wir nehmen die 4, sehen an die 4. Stelle, sehen, dort steht eine 6, gehen in das Ergebnisarray an die 6. Stelle und geben dort die 4 rein. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir jetzt die Anzahl in diesem CountHilfsArray um 1 reduzieren. Das ist wichtig, warum, werden wir gleich sehen. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir die nächste Zahl, die 2, also sehen wir an die 2. Stelle, sehen, dort steht eine 3, gehen dann an die 3. Stelle, schreiben die 2 in das Ergebnisarray und reduzieren die Anzahl im CountArray an der entsprechenden Stelle, an der 2. Stelle. Dort war vorher eine 3, jetzt steht wieder eine 2 dort.
Und warum haben wir das Reduzieren gemacht? Das sehen wir jetzt, weil wieder eine 2 kommt. Also sehen wir wieder an den entsprechenden Index, an die zweite Stelle und sehen dort jetzt steht eine 2. Vorher war die 3 dort, deswegen haben wir die erste 2 an die dritte Stelle gestellt und jetzt eben an die zweite Stelle. Durch das Reduzieren verhindern wir, dass wir den Originalwert wieder überschreiben. Und natürlich auch jetzt wieder reduzieren, weil vielleicht kommt ja wieder eine 2. Könnte ja sein. Soweit, so gut. So gehen wir jetzt weiter. Also die 3 an der dritten Stelle, dort steht eine 5. An die fünfte Stelle wird die 3 übertragen und die Anzahl entsprechend reduziert. Gleiches mit der 1 an die erste Stelle, dort steht eine 1, also bleiben wir an der ersten Stelle und alles ist schön. Wir reduzieren die Anzahl. Jetzt ist eine 0 da, das macht nichts, wir werden sicher nie unter die 0 kommen. Das stellt der Algorithmus sicher. Alles gut, wir gehen wieder zur 3. Die hatten wir zwar schon mal, aber durch die Reduktion der Anzahl wird dieses Loch aufgefüllt und es geht weiter. Ganz zum Schluss die 5 an die letzte Stelle. Dort sehen wir auch, die Anzahl ist 7 und die 5 ist an der letzten Stelle. Wir sehen, das Ergebnis ist sortiert. Perfekt. Alles ist schön. Eigentlich ein schöner Algorithmus. Wie schnell ist der eigentlich? Die Laufzeit ist k plus n. Ja, und das heißt, k ist die Größe des Zahlenintervalls und n ist die Länge des Arrays. Natürlich, je länger ein Array ist, desto länger dauert der Algorithmus, aber auch je größer das Zahlenintervall ist, desto größer oder desto länger dauert dieser Algorithmus. Also, wenn die Zahlen wie hier sehr nahe beieinander sind, möglichst keine Löcher sind, dann ist ja schön. Wenn es sehr, 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 sehr große Löcher sind, dann ist der Algorithmus nicht ganz optimal. Gut, was haben wir gemacht? Nochmal kurz wiederholt. Wir haben das unsortierte Array. Wir zählen einfach, also wir nehmen das Hilfsarray, wir zählen für jedes Element, wie häufig das vorkommt und summieren dann entsprechend auf. Also immer zwei Zahlen addieren und in die entsprechende Stelle schreiben. Und dann gehen wir das Array von hinten durch, sehen an die entsprechende Stelle, sehen, welcher Wert ist dort, gehen in das Ergebnisarray und schreiben den Wert oder übernehmen den Wert in das Ergebnisarray an der entsprechenden Stelle und reduzieren die Anzahl in diesem Counterarray. Und am Ende, wenn wir durch sind, sind wir fertig. Na schön, viel Spaß beim Nachprogrammieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.